Sport Leipzig. 2 quasi Grundschulkinder, was die Teilnahme angeht. Die Gladbacher zum 8. Mal dabei, die Leipziger ist zum 5. Mal. Klar, da gibt es die Tradition auch noch nicht so lange, dass der Nachwuchsbereich so aufgestellt ist, wie er denn aufgestellt ist. Natürlich eines der bekanntesten Nachwuchskonzepte in Leipzig. Werden wir sicherlich im Laufe des Tages auch noch etwas weiter darauf eingehen. Jetzt aber erstmal rein in dieses Spiel, in die Auftaktpartie für beide Mannschaften. Wir haben den ersten Schussversuch für Borussia Mönchengladbach in Himmelblau. Wieder knapp, Ball wieder im Spiel. Und jetzt Maximus Babke im Tor der Leipziger. Und hier haben wir den Schussversuch nochmal maßgenommen und dann an den Pfosten geklatscht. Erste gute Möglichkeit für Borussia Mönchengladbach. Leipziger zwar nur 5 Turnierteilnahmen, aber schon ein Sieg. 2016 bei der ersten Teilnahme direkt ins Endspiel eingezogen und direkt den Cup gewonnen. Damals mit 6:1 gegen den VfL Wolfsburg. Das war mal ein Debüt. Hat so, glaube ich, nur Arminia Bielefeld geschafft. Auch die bei ihrer ersten Teilnahme das erste Mal gewonnen. Das war allerdings auch die erste Ausgabe vor 20 Jahren. Arminia Bielefeld da siegreich. So, Gladbach bestimmt die ersten Minuten dieser Partie. Zweiter Einsatz für den Schiedsrichter hier im Bild. David Jackson, Eintracht von Heide. Dürfte sein, ich meine, dritter Freeway Cup sein. Also auch in ganz jungen Jahren hier am Start gewesen. Hier nochmal das Foulspiel. Klare Nummer. Wenig Diskussionsbedarf. So, Angriff der Leipziger. Timo Piel hier am Ball für die Gladbacher. Legt zurück auf David Ibanugu. Karakilic. Wieder Karakilic. Auch stark behauptet hier. Freistoß rausgeholt, gut gemacht. Körper reingestellt, dem Gegner wenig Möglichkeiten gegeben, an die Kugel zu kommen. Vorsichtig. Jetzt der Schussversuch, wieder Pfosten. Also die Gladbacher noch im Aluminiumpech. Und jetzt ist der Ball aber am Tor, 1:0 für die Fohlen. Der Treffer für Borussia Mönchengladbach. Das dürfte Timo Piel gewesen sein. Jawohl, da sehen wir es wunderbar. Mit links sofort abgezogen. Wirklich gut gemacht. Aber dann Postwende, Ausgleich. Wir sind gerade wieder drauf gewesen. Torschütze Max Vogt. Das ging schnell. Also von Leipzig war wenig zu sehen. Gladbach wirklich mit Druck. Machen das 1:0 und auf einmal, als wenn die Freude da wäre, auf einmal der Postwende-Ausgleich für die Leipziger. So, also gleiches Spiel wieder Borussia Mönchengladbach.
Fast der Angriff hier auf die Technik. So, hier nochmal. Klasse behauptet auf ganz engem Raum. Super gespielt. Aber der größte Anteil des Tores geht hier auf Yeboah, der den Ball perfekt behauptet hatte. Gegen drei. Also noch wenig zu sehen von der Leipziger Angriffsphilosophie. Wenig Balleroberungen. Dadurch logischerweise wenig Umschaltspiel. Aber noch alles entspannt hier die nächste Möglichkeit. Und ich glaube, das gibt den 9 Meter nach Foul an Yeboah. Oder gibt er Freistoß? Sieht nach 9 Meter aus. David Jackson. Jawohl, so ist es. Gut, hier ist Yeboah. Tritt an. Zur Führung. Zur Führung. Unten links. Eiskalt. Verwandelt. Effektiv auf jeden Fall. Die Leipziger. So, da steht er, guckt, kurzer Anlauf und wunderbar vollzogen, während hier schon das nächste Tor fällt. Und es ist wieder hier Yeboah, der jetzt richtig auftritt. ...3-1 fast im Gegenzug jetzt hier. Die Gladbacher. Also das hatte sich gar nicht angedeutet. So, natürlich verpassen wir das nicht. Hier wunderbar, technisch hochwertig. Jederzeit die Kontrolle über das Spielgerät. So, tiefer Ball. Das Spiel, was wir fast schon die ganze Partie sehen. Gladbach am Ball. Gladbach macht das Spiel. Und jetzt richtig druckvoll zu werden. So, jetzt vielleicht mal die Möglichkeit. Und die Hacke nicht mehr dran. Ballbesitz Leipzig. Jetzt der Schussversuch. Ballbesitz landet wieder. Bei den Leipzigern die klasse Parade hier von Mert Temitz im Tor der Gladbacher. Da waren, glaube ich, die 4 Sekunden schon rum und deswegen Ballbesitz für Borussia Mönchengladbach. Hier nochmal der Schussversuch, dann der Nachschuss und jetzt sehen wir die klasse Parade. Überragend eingefangen. Danke da an die Regie. Also, Flugball für den Keeper der Fohlen. Eckball, wieder ein Fuß dazwischen. Also Gladbach bekommt es nicht so richtig in Tore umgemünzt. So, Leipzig jetzt in Überzahl, wenn es schnell geht. 3 gegen 2. Dann nimm lieber das Tempo raus, 3 Minuten vor dem Ende. Gehen dann nicht mehr auf Biegen und Brechen. Auf das Vierte, setzen sich jetzt aber trotzdem durch.
Wieder Fußballspiel. Also die Verteidigung ist jetzt gut. Sie haben einen guten Zugriff, lassen wenig zu und kommen dann doch recht zielstrebig. Immer wieder vor das Gladbacher Tor. Vielleicht jetzt mal, aber auch da wieder abgeblockt. Kein Foulspiel, sagt Jackson. Den Ball hat er nicht gut verarbeitet. Philipp Heller. Ah, mehr drin. Um die endgültige Entscheidung herbeizuführen. 1,40 noch auf der Uhr. Leipzig hat gewechselt. Letzte Minute läuft. Es sind zwei Tore aufzuholen. Unmöglich ist das in der Halle nicht. Aber Gladbach muss jetzt Druck entwickeln, muss jetzt den Zug zum Tor finden. Muss ein Stück weit zielstrebiger werden. Aber Leipzig hat den Ball. Oh, da die große Möglichkeit. Oh, nochmal der tiefe Ball, das muss jetzt so laufen. Aber sie kommen nicht mehr vor die Hütte. Seit dem 3:1 wenig los bei den Gladbachern. Gibt immer Freistoß für Leipzig. Noch 21 Sekunden auf der Uhr. Zehn Sekunden, das wird es gewesen sein. Also, RB Leipzig, der Sieger von 2016, gewinnt sein Auftaktspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Wir fragen uns nur noch, wie hoch. Jetzt ist es amtlich, mit 3:1 gewinnen die Leipziger. Glückwunsch in den Osten Deutschlands. Wir sind gleich dabei.